Schimmer bei ihm. Guter zweiter Sprung, auch für Schwagerko, und damit übernimmt er jetzt im Moment die Führung. Ole Gunnar Fidjestøl. Wir haben schon erzählt von den vielen Ausfällen in der norwegischen Mannschaft. Wann hat es das gegeben? In 6 Weltcup-Springen vor Oberstdorf kein einziger Weltcup-Punkt für die Norweger. Dann erst in Oberstdorf, 2 unter den 15. Und Fidjestøl meinte, ich fühlte mich einsam und verlassen als Führungspersönlichkeit bei den Überseespringen. Aber sehr guter zweiter Sprung von Fidjestøl. Er meint, die Tournee, die nehme ich in dieser Saison zum Aufwärmen. Ich möchte in meinem Heimatort in Vikersund zum Ende der Saison wieder Skiflugweltmeister werden. Jari Prikkonen, Weltmeister auf der Großschanze. Sicher ist der Prikkonen nicht in der Form des letzten Jahres, aber wir haben uns auch zunächst gefragt, wann hat er denn nicht aufgehört, nach dem erfolgreichen letzten Jahr. Er hat mir erzählt, ich habe Verträge, gute Verträge mit Sponsoren, warum soll ich nicht ein Jahr springen und dann bin ich Fixstarter als amtierender Weltmeister bei der nächsten Weltmeisterschaft. Das werde ich ausnutzen, das ist ein Zwischenjahr. Ich war noch immer bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen topfit. Jetzt Andreas Bauer. Tolle Leistung im ersten Durchgang, wenn man bedenkt, wie schlecht er beieinander war. 6 Stunden am Stück hat er gestern geschlafen, während des Tages wohlgemerkt. Aber heute in Garmisch war er hellwach. Nicht im Training mit dabei gestern. Er meinte, für mich hat das Jahr in diesem Falle nur 364 Tage gehabt. Aber ich will in Garmisch starten, wo ich immer gut gesprungen bin. Auch heute. Zweiter Rang im Moment für Andy Bauer. Miran Tepes. Auch er fühlt sich herausgefordert von der jungen Generation der jugoslawischen Springer. Aber da muss er ein bisschen zulegen, um mithalten zu können. Selbst seine eigenen Trainer sprechen schon davon, seine Zeit sei bereits vorbei. Jetzt kommt der Thomas Klauser aus Reitimwinkel. Was die Eleganz und das Fluggefühl betrifft, unübertroffen, aber oft ein bisschen zu spät im Absprung. Auch heute wieder. War schon im Ansatz oben zu sehen. Schade, den zweiten hat er nicht gut erwischt, vom Tisch weg. Jetzt der Robert Leonhardt. Hat sich endlich ganz auf das Skispringen konzentrieren können, nachdem er seine Berufsausbildung abgeschlossen hat. Hat gut gearbeitet unter Walter Hofer, dem Co-Trainer in Berchtesgaden. Und 2x97 Meter, das kann sich wahrlich sehen lassen für den Robert Leonhardt. Zweimal hat er schon vor Tourneebeginn in dieser Saison gepunktet. Eine gute Saison bis dato für Leonhardt. Nika Ido im Probedurchgang sehr stark, aber im zweiten Durchgang sehr schwach. Das Zwischenklassement, Robert Leonhardt liegt in Führung vor Fidjestøl und Andy Bauer. Und jetzt kommt das ganz große Talent aus der DDR, Ralf Gebstedt. In Oberstdorf hat er zunächst als vermeintlicher Nobody den ersten Durchgang kaputt gemacht, weil er so weit gesprungen ist, dass der Anlauf verkürzt werden musste.
Sehr guter Sprung, auch im zweiten Durchgang von Ralf Gebstedt. Nachdem er schon in Oberstdorf im zweiten Durchgang genauso weit wie Thoma gesprungen war, aber stürzte. Heute zwei gestandene Sprünge, tolle Leistung, 18 Jahre alt. Vom ASK Vorwärts Oberhof, sicherlich ein Mann mit großer Zukunft. Fast ein bisschen ähnlich wie Jens Weißflog springend. Kräftiger Absprung, Markenzeichen von André Verwekin. Aber im Training waren die Russen eigentlich stärker. Heute der Beste nach dem ersten Durchgang, Pavel Kustow auf Rang 16. Franz Neuländer. Was hat der Toni Inauer mit denen nicht alles angestellt? Im psychologischen Bereich. Aber zumindest in diesem zweiten Durchgang hat es nichts genützt. Meter, sicherlich eine gute Weite für Neuländer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Training hatten wir uns mehr erwartet von Neuländer. Er war gut gesprungen. Jirschi Parma. Neuländer hat es nicht geschafft, an Robert Leonhardt vorbeizuziehen. Noch ist er weit von der Form früherer glanzvoller Tage entfernt. Der Jirschi Parma. In Oberstdorf war er nicht einmal im Finale. Heute vielleicht ein kleiner Leistungsanstieg, aber mehr nicht. Noriaki Kasai. Auch die deutschen Springer versuchten einiges zu erfahren von den Japanern. Versuchten sich mit den neuen Leuten in der japanischen Mannschaft zu unterhalten. Aber die sprechen nicht mal Englisch. Andy Bauer hat das herrlich beschrieben. Mit Händen und Füßen wird derzeit bei den Unterhaltungen gearbeitet. Er ist gut gesprungen, Kasai. Und vor allem schön, was sich in den Haltungsnoten niederschlägt, Rang 2 jetzt für Kasai. Heiko Hunger, von vielen längst abgeschrieben, respektlos als Notnagel in der DDR-Mannschaft apostrophiert. Früher ja nordisch kombinierter. Einige meinten sogar, das hätte er bleiben sollen. Nicht ganz so gut wie im ersten Durchgang lief es bei Heiko Hunger. Experimentiert derzeit, hat auch mit der Schere experimentiert. Man hat es an der komischen Stellung der Skier auch während der Luftfahrt gesehen. Dennoch heute eine gute Leistung von Hunger. Lunardi. Einen schweren Sturz in Innsbruck vor 2 Jahren verkraften. Freut sich natürlich, dass er jetzt wieder Anschluss findet. Hier in Garmisch seine mit Abstand beste Leistung der letzten Monate. Lunardi übernimmt die Führung. Und Primo Schulaga. Viele haben sich gewundert, warum Ulaga nach einigen Tiefschlägen schon in Oberstdorf recht gut gesprungen ist und auch heute im ersten Durchgang nicht ganz so gut im zweiten wieder im Kommen ist. Er hat einen eigenen Trainer bekommen mit Bogdan Norcic, dem früheren Springer.
Das tut ihm gut. Er sagt, ich habe Vertrauen zu ihm. Der kümmert sich ausschließlich um mich. Deshalb meine Leistungen auch wieder besser. Pavel Kustov. Sicherlich ein interessanter Mann für die Zukunft, dieser Pavel Kustov, aber die Sowjets nicht in der Form des letzten Jahres, als sie nach einer langen Durststrecke uns alle verblüfften bei der Weltmeisterschaft. Werner Heim. Hier sehen Sie den bisher führenden Mann, Virginio Lunardi aus Italien. War groß im Bild, Werner Heim. Die Österreicher im zweiten Durchgang. Man sieht's am Achselzucken, Neulendner und Heim. Noch nicht so wie erwartet, auch wenn der Heim gemeinsam mit Lunardi jetzt an der Spitze liegt. Aber die 100 Meter, die wollten sie schon erreichen im zweiten Durchgang. Das war René Kummerlöw. Schade, dass er den zweiten Sprung etwas verhauen hat. Aber mit Kummerlöw und mit Gebstedt gibt es da wieder zwei große Talente. Vor der Tournee bei den Überseespringen waren sie bei Weitem nicht so gut, die DDR-Springer. Wie dann hier in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Andi Felder. Tja, ich weiß nicht, ob Sie das über das Geräuschmikrofon gehört haben von den österreichischen Fans. Föder, was tust denn? Und das Ergebnis dieser Aussprüche zahlenmäßig rechts unten eingeblendet. Jetzt Ron Richards. Gemeinsam mit Felder, 12. nach dem ersten Durchgang. Jetzt wird es dann schön langsam heiß. Der Kanadier mit extremer Streckvorlage, genau wie Felder vor ihm. Aber vorne ändert sich nichts. Virginio Lunardi mit einem hervorragenden zweiten Sprung und Werner Heim gemeinsam in Führung. Vor Gebstedt DDR und Robert Leonhardt auf Rang 7. Jetzt aber der Sepp Heumann. Jetzt schauen wir mal von vorne in die Anlaufspur. Das ist eine der tiefsten Anlaufhocken überhaupt. Kann jetzt sehr lange nach vorne beschleunigen. Das beherrscht er meisterhaft. Das ist mit das Geheimnis von Sepp Heumann. Meter. Auch der zweite Sprung. Recht ordentlich.